Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. Ja, wir sind in Umkirch, um Kirch herum und wie das alles heißt und stehen hier vor der, ja, nicht vor der Vollendung, aber vor dem Weiterbau unserer Strecke. Jetzt muss ich aber eine kleine Korrektur anbringen. Dieser Zug, der ist nicht vom gleichen Modder wie wie hieß er denn? Der Ciruno. Mein Gott, was für eine Gedächtnislücke. Kann man sowas denn fast vergessen? Sondern von Maverick. Aber der läuft irgendwie bei mir nicht. Ich kriege den nicht zu fassen. Ist installiert, aber taucht nicht hier bei den Zügen auf. Es kann daran liegen, dass der ein Ablaufdatum hat. 2100 ist da Feierabend und wir haben 2219. Ich habe zwar die Mod installiert, dass die Züge kein Ablaufdatum haben, aber inwiefern das greift bei Zügen, die das vielleicht nicht unterstützen, ich weiß es nicht. Man müsste vielleicht mal Maverick fragen, da hatte ich jetzt aber nicht die Zeit. Deswegen, wir nehmen einen anderen Schnellzug. Wir haben genug weitere Schnellzüge, die können wir auch problemlos auf diese Strecke setzen. So, hier hängt es gar mal wieder, irgendwas wird gerechnet. Oder wir stürzen feierlich ab. Nein, machen wir dann doch nicht. Macht das Spiel wirklich sehr, sehr selten bis eigentlich gar nie. Gut, bevor wir jetzt hier aber weiter mal lochen, es gab noch einen Tipp hier oben. Jetzt muss ich mal gucken, oh Gott, wo war das denn? Bei dieser einen Lebensmittelzentrale, die wir hier haben. Ich bräuchte mal Hamburg, genau, da muss ich nämlich so drehen, das ist so mein Mittelpunkt, hier unten. Dieser LKW-Ladeplatz, der ist nur auf zwei Linien ausgelegt. Hier verkehren aber geschätzt gefühlt 100. Nein, es sind 1, 2, 3, ja, 3 Stück werden es sein, wenn ich nicht irgendwas übersehe hier. Das heißt, wir brauchen hier einen anderen LKW-Ladeplatz. Ich würde den jetzt gerne mal abreißen. Machen wir Pausenmodus. Müssen wir da erst die Fahrzeuge raus haben? Weil das Problem ist, den jetzt aufrüsten. Ich weiß nicht aus dem Kopf, welche von diesen Ladeflächen 4 oder mehr Linien unterstützt. Abgesehen davon, man sieht, das geht sowieso nicht. Wir haben hier den Platz nicht, um das einfach so zu machen. Wir müssen das Ding abreißen. Also gucken wir mal. Zack, das geht problemlos. Das ist schon mal wunderbar. Dann bräuchten wir hier eine Alternative. 4 große Laderampen. Das wäre zum Beispiel was. Passt du hier dazwischen? Eigentlich ja. Wenn das jetzt mit der Straße noch klappen würde. Vielleicht muss man es ein bisschen schöner drehen. Bisschen weiter weg. Irgendwas. Aha, so geht's. Okay, noch ein bisschen drehen. Dass die Straße, die Einfahrt da ein bisschen gerade ist. Okay, jetzt können wir laufen lassen. Das müsste jetzt eigentlich übernommen worden sein. Ja, da kommen sie schon wieder, die Brötchen. Das passt. Gut. 4 Laderampen. Das heißt ja wahrscheinlich schon, dass das auch für 4 Linien gedacht ist. Wenn man hier mal guckt, was machen die? Doch, doch. Wir haben ja nur 3. Dann müsste es eh funktionieren. Ich hoffe mal, das klappt so ein bisschen besser. Jetzt wird es halt ein Momentchen gehen, bis die hier wieder wirklich Brote bekommen. Aber die Zeit, die haben wir. Also, zurück zu unserer Baustelle. Ja, wie finde ich die jetzt wieder? Moment. Indem ich hier nach Wien gehe, der Strecke folge und feststelle, hier hinten, da sind wir stehen geblieben. Also, wir schnappen uns ein Gleis, Hochgeschwindigkeit. Jetzt haben wir aber hier natürlich nirgends, jetzt haben wir keine Stromleitung gebaut, keine Oberleitung, weil wir davon ausgingen, dass das ein Diesel ist, der bei mir eben nicht läuft. Das heißt, wir werden jetzt hier mit Strom weiterbauen und den Rest dann entsprechend modifizieren. Jetzt müssen wir aber gucken, wo wir hinwollen. Eigentlich einmal durch den Berg durch. Oder wisst ihr, was natürlich auch cool wäre? Wenn wir hier in die Richtung gehen. Aber nicht mit 140. Das ist halt das Problem. Wenn wir das Tempo halten wollen, dann, ja, dann können wir die schönen Sachen in dem Sinn nicht machen. Das wäre doch jetzt noch cool gewesen, hier lang zu gehen. Da müssten wir vielleicht früher eine Kurve machen. Hier die Brücke nochmal abreißen. Ich kann ja mal gucken, wenn ich das so mache. Was haben wir dann für ein Tempo? Ja, 60, genau. Moment. Andere Brücke, dann... Hallo? Dann sollte das auch mit dem Tempo klappen. Ja, bringt nichts. Man sieht, die Kurve ist immer noch zu steil. Ne, das bringt nichts. Immer noch zu langsam, nicht zu steil. Also ja, sie ist zu steil, als dass sie uns Tempo bringen könnte. Wir müssen mal die Probe aufs Exempel machen. 300 km/h, das wäre hier. Ja, das ist eine Monsterkurve. Okay. Das bringt uns nicht wirklich weiter. Dann würde ich sagen, wir gehen hier tatsächlich halt ein bisschen in den Berg rein. Ja, und wo kommen wir wieder raus? Werden wir gleich sehen. Gar nirgends. Hier vorne mit 214 km/h. Das heißt, ein bisschen bremsen würde er hier. Jetzt kann man natürlich sagen, eben, wir wollen keine Geschwindigkeitsrekorde aufstellen, sondern einfach einen Schnellzug haben.
Wenn der hier rauskommt, wo geht er dann hin? Sagen wir mal hier lang, nach hier vorne und hier haben wir dann doch das eine oder andere Hindernis. Okay, wenn wir hier nach hinten gehen, hier rum, hier hätten wir ein bisschen mehr Ruhe. Das Problem ist allerdings, das ist mir fast ein zu großer Umweg. Und es könnte natürlich reizvoll sein, hier irgendwie mit Brücken und so weiter rüber zu gehen. Ich würde sagen, wir gehen hier mal mitten ins Getümmel rein, dieser Strecke. Dann sollen wir es so lassen, dass wir hier tatsächlich auf 215 runterbremsen. Wir können ja mal gucken, wenn wir hier noch ein bisschen mehr Stoff geben, so hätten wir die 300. Irgendwas funktioniert gerade nicht, aber so geht's. Da hätten wir hier eine kleine Bremse drin. Aber mit 297 können wir, glaube ich, leben. Die Frage ist, wo kommen wir denn hier wieder raus, wenn wir es so machen? Haben wir hier das richtige Portal? Jawohl. Wir haben... wir bauen es mal. Die 278.000, die haben wir. Dank dem gemoddeten Portal ist das eben entsprechend günstig. Dann würden wir also hier vorne rauskommen. Okay, dann wären wir hier. Wenn wir noch ein bisschen runtergehen... Hätte ich auch gern die Röhre. Die haben wir, glaube ich, eh schon. Vielleicht wieder ein bisschen mit Kurve. Dann verlieren wir gleich wieder Tempo. Okay, geht nicht. Also dann würde das hier hingehen. Hier rüber. Da können wir eigentlich schön mit einer Brücke arbeiten. Vielleicht hier unten durch. Dann hier weiter. Warum ist das hier so gekrixelt? Weil die Brücke noch am Haken hängt. Ja, wir machen es mal. Wir gucken dann von hier aus weiter. Jetzt würde ich sagen, wir kaufen das und gucken nach Gleis Nummer 2. Mit Brücken kann man ja immer relativ schön arbeiten. Ich muss sagen, es ärgert mich jetzt ein bisschen, dass ich diesen Zug nicht verwenden kann. Aber eben, da kann ich nicht viel machen. Wenn der halt nicht auftaucht, taucht er nicht auf. Und eben, ich habe da noch geguckt, wir haben eigentlich so viele andere Schnellzüge, die wir noch nicht verwendet haben. Also da finden wir definitiv eine Lösung. So, reicht denn das für eine Brücke? Das reicht dicke für eine Brücke. Wenn wir die hier mal machen... Und hier vielleicht doch auch schon wieder zu einer Kurve ansetzen und natürlich dann entsprechend ein bisschen runter. Ich würde sagen, die Höhe. Okay, da könnte man jetzt höchstens wieder darüber nachdenken, wenn wir das so hier hinstellen, aber hier nicht ausnahmsweise mal wieder einen Damm machen. Was ist das denn für eine Gegend? Das ist so eine völlige Industriegegend hier mit den großen Güterbahnhöfen. Wie sieht das aus, wenn hier der Zug auf so einem Teil daherkommt und hier dann natürlich auf eine Brücke rauf geht? Gefällt mir irgendwie nicht, muss ich sagen. Wie sieht es aufgeschüttet aus? Ja, fast besser. Gefällt mir eigentlich fast besser. Das Problem ist sonst, die Brücke, die wird sonst 3 Kilometer lang. Wahrscheinlich werden wir hier wirklich alles mit einer Brücke überqueren müssen und dann ist mir die zu lang. Deswegen hätte ich hier gerne ein bisschen Abwechslung. Warum nicht hier so? Und dann mal gucken, ob wir nicht da in der Mitte oder so vielleicht doch noch zu einem Damm ansetzen. Also machen wir mal. Und jetzt hier eben mit der Brücke rüber. Das wäre dann so, allerdings mit der gerne oder mit der. Und wenn es irgendwie möglich ist, genau, damit den 300 km/h. Jetzt ziehen wir dich mal weiter. Das funktioniert alles tadellos. Und jetzt aber hier dazwischen, eben hier die Brücke. Oder machen wir jetzt hier, wisst ihr was, wir bauen einfach mal die Brücke. Dann haben wir die, dann können wir nachher gucken, ob wir da irgendwas machen noch mit einem Damm. Ja, etwa so. Vielleicht noch ein bisschen zurücknehmen. Aber oben die 300 behalten. Das ist auch ein Indiz dafür, dass das Ganze gerade ist. Was es nicht wirklich ist, sieht man hier. So wäre es 300 km/h. Also wieder ein bisschen zurück. Okay, kaufen wir. Das zweite Gleis sollte dann eigentlich auch problemlos gehen, würde ich mal hoffen. Okay, so hier rüber. Und jetzt, Moment, jetzt gehen wir nochmal zurück. Gehen hier ein bisschen runter. Nein, machen wir nicht. Sieht komisch aus. Aber jetzt hier den Damm. Ja, so viel zum Thema. Sieht irgendwie auch ein bisschen komisch aus. Es nimmt einem die ganze Sicht auf den Rest des Geschehens sozusagen. Nee, gefällt mir nicht. Aufgeschüttet. So wie da vorne. Das geht schon mal gar nicht. Das müsste man ein bisschen anders bauen. Sieht aber auch nicht gut aus. Es klaut uns hier halt auch die Aussicht. Ich würde sagen, wir ziehen die Brücke hier straight ahead weiter. Ganz einfach. Wir können immer noch gucken, ob wir nicht irgendwo da hinten noch einen Damm machen. Das ist aber eh cool. Hier über den Bahnhof rüber. Vielleicht noch ein bisschen mit mehr Höhe. Und dann hier vorne. Hier rüber. Oder, haben wir nicht irgendwo so ein kleines Flecklein, wo man problemlos rüber käme? Wenn wir hier mal so gucken. Das ist halt alles hier wirklich mit Brücken vollgestellt. Am ehesten da vorne. Aber es wird darauf rauslaufen, dass wir hier mit einer Brücke rübergehen.
würde ich mal vorschlagen. Das können wir mal bauen. In der Hoffnung natürlich auch, dass wir hier das zweite Gleis auch rüberkriegen. Das könnte Konflikte geben mit den Pfeilern, wenn da unten ein Bahnhof ist. Das ist auch ganz klar. Ich ziehe das jetzt mal hier einfach mal so pro forma hier rüber. Und man sieht, das würde für sich so genommen eigentlich funktionieren. Okay, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen. Hierhin, ich möchte das relativ schön haben. Nein, das ist auch Käse. Erstens fliegt es wieder. Hier. Und zweitens, es klaut einem halt wirklich die ganze Sicht. Man sieht dann nichts mehr. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wenn wir so mal ein bisschen runtergehen. Da kommen wir hier auch immer noch rüber und kommen hier auch immer noch rüber. Und wären dann hier hinten. Jetzt ist die Frage, was bringt uns das? Wenn wir hier eine Kurve machen. Da unten wäre Norddeich. Da wollen wir hin. Was haben wir denn hier für einen Bahnhof? Vielleicht, dass wir von hier kommen? Guck mal an, Platz hätten wir. Also sprich, das ist kein Kopfbahnhof. Da könnten wir auch von hierher kommen und ein bisschen noch durch die Stadt durch. Das wäre doch eigentlich eh noch relativ cool. Das würde ich glatt so machen. Das würde dann im Umkehrschluss heißen, wir müssten hier eher links vorbei an Kalletal. Irgendwo hier rüber. Da können wir auch noch schön durch die Stadt durchgehen. Das ist eigentlich eh klasse. Gut, dann kaufen wir das mal so. Jetzt muss ich nochmal gucken wegen der Ausrichtung. Irgendwie ist es so nach unten geneigt. Das gefällt mir nicht. Ja, jetzt ist es parallel. Okay, machen wir mal. 23 Millionen. Ja, teure Angelegenheit, aber wir lassen uns das natürlich auch was kosten. Wir haben wieder Geld. Man sieht es da unten, das sind schon wieder mehr Millionen, als wir auch schon hatten. Okay, wenn wir das jetzt so weiterziehen, wir haben dann halt einfach eine Brücke quer über die Map. Für diesen Schnellzug. Wie sieht denn die Alternative aus? Können wir irgendwie runter? Hier haben wir nochmal ein Gleis. Das möchte ich dann doch auch nochmal mit der Brücke machen. Wenn wir es so machen. Nein, das sieht irgendwie nicht gut aus. Moment. Wir machen mal. Was hängt denn jetzt hier so schräg rum? Moment. So, wir machen mal, dass wir hier lang gehen. Und jetzt das Ganze nochmal mit aufschütten. Das hängt irgendwie auch. Das wird hier, guck mal, das hängt. Warum hängt denn die Aufschüttung? Terra-Angleichung nicht möglich. Okay, funktioniert sowieso nicht. Deswegen hängt das Ganze da wahrscheinlich. Also Terra-Aufschüttung, nein. Und der Damm ja, aber auch wieder mit dieser komischen, ausgesparten Ding da unten. Das mag mir nicht so gefallen. Wir haben hier natürlich jetzt auch einfach ein bisschen Höhe. Aber dann akzeptieren wir das. Und gehen hier so runter. Gefällt mir auch nicht. Mir gefällt es halt besser, wenn das Ganze irgendwie so gerade ist. Wir machen so. Und dann hier vorne gucken, dass wir runterkommen. Wahrscheinlich kommen wir da nochmal bei der Straße auch nochmal mit der Brücke rüber. Das wird gar nicht anders machbar sein. Und hier durch die Felder durch, das interessiert uns dann nicht wirklich. Okay, wenn ich jetzt hier auf maximales Gefälle gehe. Das ist natürlich, wenn wir mit der Brücke hier rüber gehen, dann würden wir nicht mal die Felder kappen. Die kosten sonst natürlich auch Geld. Das würde klappen, okay. Gefällt mir halt auch nicht. Lasst uns nochmal auf diese Höhe zurückgehen. Das ist zu hoch. So müsste es sein. Kann man machen. Ist halt, irgendwie ist es natürlich schon cool. Aber ich habe ein bisschen Zweifel, dass das mit dem zweiten Gleis so hinhaut. Wir bauen es mal. Und gehen jetzt, wenn wir da geradeaus gehen, da runter. Dann gehen wir sozusagen auf ein Feld runter. Nehmen das in Kauf, dass das was kostet. So, das wäre dann hier. Und jetzt können wir ja mal gucken, diesen Bereich, ob wir den mit Damm machen. Ich würde sagen, ja, das würde hier relativ gut passen. Oder eben alternativ aufgeschüttet, das geht wieder nicht und sieht auch nicht ganz so gut aus. Ich denke, wir haben schon länger keinen Kanal, keinen solchen Damm mehr gemacht. Das würde schon relativ gut hier hinpassen. Wir machen das mal. Dann müssen wir dringend gucken, dass wir uns Gleis Nummer 2 krallen. Nicht, dass das dann irgendwie... Ja, das ist gut möglich, dass das so gar nicht funktioniert. Wir werden es rausfinden. Hier sind wir schon unterwegs. Jetzt müssten wir hier mal ansetzen. Mal gucken, bis wohin wir kommen. Aha, das würde klappen. Okay, dann bauen wir das gleich mal. Da vorne. Es ist... Das Spiel ist extrem tolerant, was das angeht. Hier mit Überzeugs rüber und so weiter. Guckt euch das mal an. Egal, dass hier... diese Schienen und alles im Weg sind. Man kann es einfach bauen. Wunderbar. Ich hätte jetzt fast gewettet, dass wir hier ein Problemchen kriegen. Wahrscheinlich kriegen wir dann irgendwo hier vorne eins, wo es nicht mehr nachvollziehbar ist. Aber das können wir irgendwie dann ändern oder umgehen, dass wir da das Problem haben. Nee, das klappt.
Hervorragend, wunderbar. Gut, dann sind wir hier. Und jetzt wollen wir hier durchs Städtchen durch. Irgendwie ein bisschen anritzen, das Ganze. Und dann hier runter und dann da. Das gibt natürlich nochmal eine Höllenbrücke, fällt mir da gerade auf. Wir können hier ja nicht einfach, wie sollen wir denn sonst drüber? Wir haben keine Fähren. Das gibt also eine Killerbrücke. Da könnten wir ja mal gucken, was kostet uns das? So funktioniert schon mal gar nicht. 53 Millionen. Das muss man dann erstmal noch hinkriegen, dass man hier rüberkommt. Moment, da haben wir eine Anhöhe. Mal mit M und N. Da passiert gar nichts. Das scheint ein bisschen schwierig zu sein, weil es hier einen Tunnel rein will. Wie kommen wir denn hier auf eine Brücke rauf? Indem wir hier in die Höhe bauen. Ich möchte jetzt aber nicht rumdoktern. Ich möchte, ja, ich teste es trotzdem mal. Wir können das wieder abreißen, das ist ja egal. Okay, 300 Millionen. Moment, wir gehen ein bisschen runter, dann wird es günstiger. Und wenn wir jetzt hier noch die Brücke nehmen. Ja, okay. Fett. Fast eine halbe Milliarde. Dann wären wir hier bei 12,1 wieder. Da muss ich glatt nochmal kurz in die Buchhaltung gehen. 100 Millionen hatten wir hier Gewinn. Hier hatten wir Minus. Das liegt daran, dass wir hier massiv gebaut haben natürlich. Also unter anderem. Ja, vielleicht ist die Idee dann doch nicht so der Brüller. Mir wird das zu teuer. Was gäbe es für eine Alternative? Wir müssten nicht hier hinten rüber. Wir könnten natürlich auch hier rüber, wo es nicht ganz so steil ist. Zum Beispiel hier. Halt, jetzt muss ich aber das Teil hier noch abreißen. Das vergesse ich sonst natürlich. Denn hier hinten werden wir so schnell nicht mehr sein. So, dann nehmen wir hier noch Kollege Wischmopp zur Hand. Und beseitigen hier unsere Schandflecken. Oder unseren Schandfleck. Ist eigentlich nur einer. So schade war er dann doch nicht. Er hat ja doch was Sinnvolles bewirkt. Wir wissen, dass das so nicht wirklich ideal ist. Also, wenn wir hier meinetwegen so rübergehen. Was würde das kosten? 167, das wäre die Hälfte. Das würde mir schon besser gefallen. Wir können hier dann eigentlich zu einer massiven Kurve ansetzen. Das ist dann relativ schnuppe. Wenn der hier Tempo verliert, das ist dann nicht mehr so interessant. Also, das würde heißen, wir müssen eher hier nach links. Dass wir dann so rüberkommen. Na, das jetzt hier mal nehmen. Beziehungsweise ich nehme das andere Gleis. Das ist einfacher eigentlich. So, und dann damit noch Kurve durchs Städtchen durch. So, so, so. Da dürfen ruhig ein paar Häuser weggehen. Da würden 4 Gebäude entfernt werden. Wir hätten die 300 aber. Guck mal, das wäre ja schon cool. Und dann hätten wir als Ausrichtung, wenn wir es so machen. Oh, da geht nicht mal. Ach, dann haben wir einen Tunnel. Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte durch die Stadt durchrösten. Da haben wir aber auch einen Tunnel. Deswegen ist es so günstig, weil nur diese paar Häuser hier entfernt werden müssen. Nein, ich möchte eigentlich wirklich durchs Städtchen durch. Das machen wir nochmal. Kriegen wir das nicht ohne Tunnel hin? Da haben wir gleich eine Kollision mit der ersten Straße. Es ist natürlich nicht so schlecht. Hier ein Tunnel rein, auf der anderen Seite, das sieht natürlich auch cool aus. Wenn wir dann hier zum Beispiel rauskommen. Gerne ein bisschen so, das macht nichts, wenn da die Häuser entfernt werden. Natürlich mit anderem Portal, zum Beispiel mit dem hier. Und dann kommen wir hier mitten in der Stadt raus. Das hat doch auch was sehr Nettes. Gleis und so weiter, stimmt. Das machen wir mal. So, die kostet halt was, die Strecke. Ganz klar, ist eine Schnellzugstrecke. Die kosten immer ein bisschen was und jetzt kostet sie gleich noch mehr, weil die Straße hier im Weg ist und dann ergo diese Gebäude hier auch weg müssen. Kriegen wir das nicht anders hin? Nein, geht tatsächlich nicht. Okay, dann machen wir das mal. Zack, da blutet einem das Herz, ist ganz klar, aber das werden sie schon wieder hinstellen. Wo müssen wir lang, dass wir Tempo haben? Wisst ihr was, das kommt hier auch noch weg, das ist auch im Weg. Die Straße kriegt er gleich wieder. Bitte nicht jammern, liebe innerstädtischen Bewohner. Innerstädtische Bewohner. Die meisten Bewohner sind irgendwo in einer gewissen Form innerstädtisch. So, hier hätten wir das so. Da muss er halt ein bisschen runter vom Tempo. Wir sind hier aber auch im Stadtbereich. Das ist eigentlich auch kein Ding. Und 190 ist immer noch relativ schnell durch die Stadt durch. Die Ausrichtung wäre dann zwar eher so. Sogar so. Guck mal, dann haben wir die 300. Dann machen wir das anders. Wir bauen die Stadt sozusagen jetzt wieder ein bisschen auf, um diese Schiene rum. Also, dann haben wir das Tempo behalten, sind trotzdem in der Stadt drin.
Das ist eigentlich gar nicht mal so weit entfernt von dem, was ich ursprünglich wollte. Ursprünglich wollte ich wirklich durch die ganze Stadt durch. Aber die Stadt fängt sowieso eigentlich erst hier an, wenn man es genau nimmt. Und jetzt gucken wir mal, ob wir den nicht ein paar Straßen so hinstellen können, dass wir gleich wieder voller Freude ans Tagwerk gehen und hier ein paar Häuser hinstellen. Werden wir gleich wissen. Was ist das für ein Sträßchen? Scroll, scroll, scroll. Das hier wird es kaum sein. Nein. Nein. Was haben wir denn noch? Hier nur noch was Breiteres. Dann ist es was von hier hinten. Nein, zu breit. Nein, auch nicht. Nanu, nanu, nanu. Bist du das? Jawohl, da haben wir sie doch. Also, schnappen wir. Das müsste eigentlich auch klappen, dass wir hier rüberkommen. Schön mit Hugel. Dann gibt es natürlich noch eine wunderbare Schranke. Keine Frage. Machen wir doch gleich mal die hier. Die hat es mir irgendwie angetan. Die ist einfach cool hier mit der Ampel. Sieht schon sehr nett aus. Gut, jetzt weitere Straßen eben, damit sie irgendwie hier entsprechend bauen. Zum Beispiel hier so rein. Das müsste reichen, dass hier noch ein paar Gebäude entstehen. Und hier vorne machen wir jetzt das Gleiche. Sprich, dass wir zum Beispiel hier rausgehen. Doch nicht. Moment. Ne, da kommen wir nicht rein. Aber hier kommen wir wahrscheinlich raus. Dass wir das ein bisschen kurvig machen, hier hin. Dann können sie hier wieder bauen. Und jetzt machen wir hier noch eine Straße der Schiene entlang. Moment, so funktioniert es nicht. Ich muss hier sozusagen die Kurve vorgeben. So, jetzt hier rauf. Dem Gleis entlang. Wunderbar. Und dann da wieder rüber. Da müssen wir aber erst mit dem Gleis weiter. Und wenn wir jetzt gucken, vielleicht können wir hier irgendwie noch rüber. Das würde sogar gehen. Da wird nochmal ein Haus entfernt. Das ist, ja, nicht zu umgehen sozusagen. Und dann kriegen wir vielleicht hier sogar nochmal einen Bahnübergang hin. Ja, irgendwo wird es gehen wahrscheinlich. Wenn wir es von hier her machen. Ja. Nee, es möchte nicht ganz. Irgendwie, das sieht alles nicht nach Bahnübergang aus. Aber gerade überhaupt nicht. Na, schade. Aber mal gucken, hier kommen wir rauf. Müsste man doch auch irgendwie da reinkommen. Machen wir das mal nochmal weg. So. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, bau an der Eisenbahn weiter. Ja, da habt ihr natürlich auch recht. Das Problem ist einfach, wenn wir denen jetzt schon die ganze Stadt auseinandergenommen haben, würde ich die gerne wieder ein bisschen besänftigen, die Leute. Nicht, dass sie uns nachher noch amok laufen und, keine Ahnung, die Züge angreifen oder sonst so ein Hirngespinst entwickeln. So, hier wieder parallel. Das wäre dann plus minus so. Ja, das kann man eigentlich machen. Und dann da oben eben mit einer Kurve meinetwegen nochmal rüber. Und jetzt hätten wir hier auch nochmal gerne. Aber jetzt machen wir nicht mehr das Teil. Jetzt machen wir mal das hier. Okay, das ist auch mit Geländer und Co. Sieht natürlich auch relativ cool aus. Gut, hätten wir die Straße. Vielleicht bauen sie ja selber weiter. Wobei, baut die KI bei Transportfieber über die Schiene selbstständig? Das wüsste ich jetzt so nicht mal. Müsste man mal gucken. So, da hätten wir auch wieder die 300. Und die Ausrichtung wäre noch ein bisschen mehr in die Richtung. Gut, das ist dann noch mal ein Stückchen bis da unten. Und dann machen wir mit der Kurve irgendwie einen Bogen rüber. Mit der Brücke einen Bogen rüber. So, und jetzt möchte ich schauen, ob wir hier nicht doch noch ganz kurz mit der Straße rüberkommen. Steigung zu groß. Doch, das geht perfekt. Okay, dann haben wir hier noch den dritten Bahnübergang für das Städtchen. Jetzt sollten sie eigentlich fähig sein. Oh, Bahnhof. Das ist nicht die Idee. Jetzt sollten sie eigentlich fähig sein, hier entsprechend zu bauen. Wir müssen hier noch ein bisschen aufpassen. Wir kommen hier den Gleisen sonst zu nah. Wir machen das mal so. Machen wieder eine Kurve und da kommt ja eh schon ein Sträßchen daher. Mal das hier zusammenhängen. Dann haben wir hier so einen Bogen. Das ist nicht, was ich wollte. Moment. Aha, da haben wir halt einen Kontakt. Das geht so nicht. Okay, kommst du auch weg. Dann bauen wir dich auch noch mal kurz anders hin. Irgendwie so parallel. Jawohl, das ist wunderbar. Da können wir hier noch ein paar Bäumchen hinsetzen. Dann geht das hier rein. Ja, und dann haben wir hier wieder Platz. Je nachdem kann dieses Gleis dann hier mit einer Weiche rein. Wichtig ist jetzt mal, dass sie wieder Straßen haben, damit sie wirklich bauen. Aber was natürlich auch nicht unwichtig wäre, ist, wenn wir hier vielleicht doch ein bisschen reservieren noch.
Das muss ja nicht so sein, dass wir das nachher so verwenden. Es geht einzig darum, dass sie nicht ausgerechnet hier, wo wir es nicht brauchen können, dann die Häuser hinstellen. Die sollen sie hier unten hinstellen, wo wir sicherlich die Gleise nicht brauchen. Hier zum Beispiel. Gut. Na, seid ihr wieder zufrieden, liebe Kalletaler? So halbwegs habt ihr euer Städtchen wieder zurückbekommen. Ihr habt Platz, ihr könnt bauen. Mach mal. Ja, da müsste ich natürlich dann das Spiel mal noch laufen lassen wieder. Werden wir auch machen. Aber jetzt während des Bauens würde ich das gerne in Pausenmodus machen. Welches Gleis haben wir? Das linke, das würde passen. Da haben wir sogar nicht mal irgendwie eine Brücke oder was. Und dann hier hinten links dran vorbei und dann mit einer Kurve. Das könnte auch noch interessant werden, wie wir das machen. Ist mir noch nicht ganz klar. Aber ja, das werden wir aber schauen, wenn wir da sind, wie wir das rüberkriegen. So, hier runter. Und dann von hier an ist sozusagen 300 aufgehoben. Sprich, jetzt wird so gebaut, dass es nicht allzu teuer wird. Wir kommen hier in den Bahnhofsbereich rein, zumindest ungefähr. Ich zähle jetzt mal den See auch schon zum Bahnhofsbereich, da der ja genau vor der Haustür des Städtchens liegt und des Bahnhofs. So, jetzt das rüber und dann... Moment, da mal in die Höhe. So, irgendwie so und jetzt irgendwie plus minus mal bis hier hin, weil wir müssen hier tatsächlich dann noch zu einer Kurve ansetzen. Das kann man sogar bezahlen. Das ist nicht allzu teuer. 100 Millionen. Wir waren vorher mal fast bei einer halben Milliarde. Aber wir müssen tatsächlich noch ein bisschen weiter rüber. Wir bauen es von hier aus. Wisst ihr, das ist natürlich auch eine Idee. Wie kommen wir von hier zu dem Gleis? Das ist eigentlich fast einfacher. Wir gucken mal, was wir hier für eine Belegung haben. Wir hätten das zweite Gleis da hinten von links hätten wir frei. Hier ist noch nicht so viel unterwegs. Hier kommen sie gar nicht rein oder raus. Da sind noch Häuser im Weg. Das werden wir irgendwann auch ändern. Also das würde heißen, dieses Gleis hier, das wäre zu haben. Da müssen wir aber auch ein bisschen in die Höhe. Dann haben wir wieder den Effekt. Ja, genau. Das müssen wir erst so machen und dann in die Höhe. Aber so kämen wir raus. Das würde sogar gehen mit Bahnübergang. Gut, machen wir mal. Können wir das zweite Gleis auch mitnehmen. Wir gehen dann natürlich hier in dieses rechte rein. Oh, geht sogar auch. Wunderbar. Dann bräuchten wir hier aber auch nochmal eine Schranke. Auch wenn hier gerade jemand Männchen macht. Das wurde ein bisschen überrascht davon, dass hier gebaut wurde, das arme Straßenbähnchen. So, wenn ich hier laufen lasse. Ja, dann zieht es sich wieder zusammen. Sehr gut. Also, das können wir da schließen. Dafür brauchen wir wieder ein Gleis. Und jetzt gucken wir mal, wie wir hier auf Höhe kommen. Das mal zusammenhängen. Und jetzt kann ich hier das rechte nehmen. Und damit möchten wir zu einer Brücke werden. Genau. Und eigentlich sogar mit einer Kurve. Hui, wo wollen wir denn hin? Sagen wir mal hier hin. Dann sind wir bei 200 Millionen. Ja, das ist auch nicht genau das, was ich wollte. Das müssen wir anders hinkriegen. Das müssen wir in kleinen Schritten bauen. Das geht gar nicht anders. Also das ist schon mal viel zu hoch. Hier muss ja kein Schiff unten durch. Hier hinten ist nichts mehr. Da ist Feierabend. Das könnte man so machen. Da kommt man mit ordentlich Schwung daher. Und wenn man jetzt guckt, die Ausrichtung... Ja, und schon wurde es wieder zerstört, was ich wollte. Die Ausrichtung ist so eigentlich auch okay. Sollen wir es mal bauen? Wir bauen es mal. Was wir haben, das haben wir. Das zweite Gleis sollte dann folgen. Das ist das linke. Da muss ich dann daran denken, wenn ich das da zusammenführen möchte. Und da kämen wir tatsächlich auch schon wieder auf Tempo. Also so ist es nicht. Sind wir denn noch über dem Wasser? Ja. Das ist eh cool. So eine Hochgeschwindigkeitsbrücke über den See rüber. Gefällt mir. Und dann hier eine Kurve rein. Wir können sie mal zusammensetzen. Geht das? Das geht. Was passiert dann? Eigentlich nicht viel, außer dass das hier von alleine gebaut wird. Und dass wir hier einen Bremser haben, hier auch. Das ist okay, ein bisschen runter vom Gas, würde ich sagen, lassen wir uns gefallen. Und dann geht das hier relativ parallel zum Boden, plan sozusagen, ins Wasser rein. Das ist perfekt, das können wir glatt mal so übernehmen. Zack, gekauft. Was hat das gekostet? 100 Millionen, ja, ja. Das haben wir. Und jetzt hier mit dem zweiten Gleis rüber, kostet je nachdem gleich nochmal... So eine Stange. Wir werden es gleich wissen, wenn es überhaupt, ob es überhaupt geht. Das ist natürlich noch die Frage. Irgendwie 55 Millionen. Können wir dich hier schon ranhängen? Ne, das geht dann nicht.
Wenn ich das jetzt baue, dann kann ich es hier nicht anschließen. Das möchte ich dann doch nicht riskieren. Wir machen es mal in die Richtung. Okay. Ja, wir gönnen uns das. Also das ist schon cooler hier mit zwei Gleisen. Machen wir das schrittweise. Perfekt. Und da hinten, das können wir jetzt hier direkt dranhängen. Das sollte eigentlich auch kein Problem mehr sein, würde ich mal meinen. Ja, denkste. Dann machen wir es so. Nochmal 30 Millionen. Nachher erst einmal ein bisschen sparen. Da machen wir mal 3-4 Folgen nur noch den Zügen zugucken. Sage jetzt nur nicht, dass wir hier nicht reinkommen aus irgendeinem Grund. Moment. Hallo? Bau nicht möglich. Ach was. Ja, geht doch. So, das müssen wir tatsächlich... Oh, 130? Im Ernst? Jetzt bremst sie aber doch ordentlich runter. Warum haben wir denn hier 130? Das nehme ich mal nochmal weg. Sicherheitshalber. Also, wir brauchen hier... Hier haben wir wieder 300. Ja, gut, dann machen wir es so. Was da gerechnet wurde, weiß ich auch gar nicht. Hier haben wir 273. Das ist okay. Das haben wir auf der anderen Seite auch ungefähr. Gut, liebe Freunde, ich würde sagen, dann machen wir ein Päuschen bis morgen. Und morgen machen wir die Linie. Wir machen die Signale, kaufen die Züge. Und dann haben wir eine neue Strecke, die relativ schnell ist, auf der wir dann natürlich auch mitfahren. Ich lasse mal laufen. Ich sage aber nicht Tschüss mit einem Zug, sondern... Hier wieder einen kleinen Spaziergang, ja, unter der Brücke durch. Nee, das geht nicht, ich krieg die Kamera so nicht hin. Dann sagen wir doch Tschüss mit einem Zug. Ist doch schöner wie einfach eine nackte Brücke. Danke fürs Zusehen. Jo, ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder mit dabei. Bis denne. Tschüss.